Hey Freunde, was geht und herzlich willkommen zurück zu The Sunnet. Jetzt wollen wir mal gucken, wie wir an die Items kommen, die wir da gesehen haben, an die Goodies. Da geht's ja rein, ne? Warte mal. Da brauche ich doch eigentlich nicht Teleportation. Ich glaube, dass das hier schon zum Boilernwesen gehört. Schlüssel zum Wachquartier. Münze, ja. Ich möchte hier gleich nochmal raus, weil... Ach, guck mal, ja. Neutrales Gebiet erreicht. Versuche unterzutauchen. Ach, guck mal, jetzt schon. Cool. Das ist der Vorgarten quasi. Boilernwesen, ja. Nice. So. Aber erst möchte ich natürlich meine Münze haben. Wie ihr vielleicht noch aus der letzten Folge wisst. Da liegt eine Münze. Und die brauche ich. Ich habe nichts jemals so dringend gebraucht wie diese Münze. Oh ja, I mean that serious. Oh ja. <yeah. lacht> So, jetzt habe ich meine Münze, jetzt bin ich zufrieden. Warum mache ich denn jetzt Nachtsicht an? Ach guck mal, ich könnte mich ja an sich jetzt auch einfach so da reinporten, aber... Nö. Ich finde das ganz gut, so den Weg hier zu nehmen. So. Alles klar. Oh, warte mal gerade. Mein Mikrofon saß gerade ein bisschen tief. So. Okay. Ach so. Den Schlüssel haben wir auch gebraucht. So, ich meine, hier können wir jetzt dann ohne Schleichen rumlaufen. Ne? So, warte. Einmal Waffen wegstecken. Vielleicht noch. So. So, warte mal, sind eigentlich die Effekte, die ich drin habe, an? Ah ja, die sind an. Ach, guck mal, da sieht man das gerade mal. Ja, also ich finde ja selber, es hat so ein bisschen gelb oder grün Stich. Aber es sieht schon irgendwie so ein bisschen cleaner aus, ne? Oh, da geht es ja noch gar nicht raus. Es sieht schon so ein bisschen cleaner aus. Oh, oh. Das würde ich aber nicht als normal betiteln fürs Boil-Anwesen. Aber das ist ja auch nur im Garten hier, ne? Ist hier noch... Autsch. Ist hier noch irgendwas? Mal kurz gucken, ne? Da, huch. Oh. Weißt du was? Wir machen das einfach mal ganz einfach. Einfach mal ganz einfach. Nein, da liegt nichts. Halt. Ja. Ich hoffe, Sie haben sich nicht verlaufen, Sir. Alles Weitere ist drin. Natürlich. Willkommen im Haus Boyle. Die meisten Gäste sind drin. Ist wohl das Beste, wenn Sie hineingehen. Okay. Ach ja, hier ist der eigentliche Eingang. Mit dem können wir auch gerade mal reden. Die waren früher mal lustig, aber heute... Worum geht's heute Abend? Wir spielen wohl Wer ist wer? Ihre Haare und Ihr Make-up sind identisch. Aber eine trägt rot, eine schwarz und eine weiß. Es gibt sogar einen Preis, das Boyle-Juwel. Als bekämen Sie nicht schon genug Aufmerksamkeit. Andererseits ist das Juwel eine Menge wert. Besitzen Esmas Gemächer nicht einen Balkon? Schaffen Sie es dort hoch, finden Sie sicher einen Hinweis. Ich würde eher im Gefängnis von Coldridge enden. Die Stadtwache ist heute Abend überall. Aber zumindest denken Sie nach. Es muss noch andere Hinweise geben. Waverly trägt gern rot. Das weiß jeder. Zu offensichtlich. Wissen Sie, es soll noch andere Wege in Esmas Gemächer geben. Oh, jetzt schmeicheln Sie sich selbst. Ich denke... Was für eine schräge Maske. Wer hat die gemacht? Sie sieht genau aus wie auf den Steckbriefen. Die wird den ganzen Abend überschatten. Ich werde mich lieber amüsieren gehen. Ah, ich finde das ja toll, ne? Sieht genauso aus wie auf den Steckbriefen. Oh, die haben aber nicht so viel dabei. So. Hä? Willkommen, Sir. Heute Abend gibt es ein Ratespiel.
Esma, Lydia und Waverly tragen identische Kostüme in Schwarz, Weiß und Rot. Sie müssen herausfinden, wer welche Farbe trägt. Viel Glück. Danke, danke. Ich bräuchte das mal. Dankeschön. Darf ich hier sein? Jetzt kann ich nicht mehr mit dir reden, aber ich kann wohl hier sein. Ich befolge nur meine Befehle. Alles klar, das finde ich gut. Oh, stachelige Granatenhülle. Haftgranate. Oh, okay. Ist jetzt nicht so praktisch für uns, aber ich glaube, ich habe das Rezept vorher noch nie gesehen. Der vorzügliche Tallboy, das hatten wir, glaube ich, schon mal. So. Finde ich auch schön, dass sie das nicht stört, dass ich hier einfach mal deren, keine Ahnung, Pausenraum oder wie auch immer, einfach mal loote hier. Ah ja, hier sind wir wieder draußen. Ah, okay. Jo. Ich würde sagen, wir gehen mal rein. Oder zumindest wo auch immer hin. Also, ich laufe mal ein bisschen. So. Viel Vergnügen. Drinnen. Die Feier ist diesmal drin. Ja, ja, ich gehe ja schon rein. Meine Güte. Es sieht schon geil aus, ne? Also, ganz ehrlich. Wäre schon cool, in so einem Haus zu wohnen, ne? So mit dem Garten auch und so. Ich meine, gut, ja, hier. Könnte schöner sein, ne? Aber. Was willst du erwarten in solchen Zeiten? Ja, wobei hier. Ja, ist eigentlich schon recht schön. Ach, das sind die wieder. Wie ich höre, ist das gesamte Obergeschoss tabu. Zu viele Gäste haben dort Wertgegenstände entwendet. Mhm. Hallo. Die Balls wollen Sie bei dem Spiel der Balls mitspielen? Ja, natürlich. Warum nicht? Aber ich bin trotzdem ein Spielverderber. So. Erlauben Sie. Ja. So, haben wir das denn schon vorgelesen? Du fandest heraus, Lady Boyd ist die größte Unterstützerin des Londoners. Die Frau. Ach so, aber drei Frauen der Familie Boyd sind das Lady Boyd bekannt. Ach nee, das hatten wir aber, glaube ich, schon. Ja, doch. Wir wollten mal oben nachschauen, doch die Wache ist ein Spielverderber. Ich hätte ihm Manieren beibringen sollen. Dieser Alter ist ein Witz. Er macht sicher nur seinen Job. Auf ein Fest wie dieses kann sich jeder einschleichen. Entschuldigung, mein Cousin ist ein Marquis. Ich meinte doch nicht Sie. Aber die Leute sind verzweifelt. Und die Boyles schwimmen derzeit im Geld. Unsinn. Waverly bezahlt bloß einige Offiziere der Wache, um die Leute zu beeindrucken. Okay. Boyles darf ich wohl nicht machen? Im Geld. Unsinn. Waverly bezahlt bloß einige Offiziere der Wache, um die Leute zu beeindrucken. Wird ihre Besessenheit mit diesen Boyle-Frauen jemals enden? Ins Gästebuch eintragen? Ja. Ach so, Füllehalter. Ich dachte, das wäre was zum Looten. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? In der Tat, das glaube ich. Was die gestern Nacht immer gemacht haben, ne? Das möchte ich ja mal gerne wissen, ne? Dass die dann so geehrt werden oder vielleicht geehrt werden. Ja, hör mal, Wache, kannst du nicht da mal weggehen vielleicht? Darf ich das? Ich weiß nicht, ob ich das darf. Nicht, dass ich mir mein Achievement. Oh, Entschuldigung. Willkommen, nicht, dass ich mir mein Achievement noch verkacke. Ach, der steht. Ah, warte. Ich positioniere mich mal richtig. Warte. Sie da, aufhören. Ach du. Ach doch, wenn du das sagst, dann kümmert mich das nicht. Okay, so. Jetzt machen wir das Ganze noch mit euch. Da ist eine der Boyles. Hör damit auf, wenn du deine Zähne behalten. Nee, ich glaube, das sollte ich mir nicht erlauben. Ich will aber... Naja, da ist eine Boyle, die hat auch Geld dabei. Glaube ich, ja. Du da, aufhören. Ach, Menno, ey, das kann doch nicht... Sorry, ich will nichts riskieren, Leute, ne? Ich will nichts riskieren. Nicht, dass sie am Ende noch auf mich losgehen, nur weil ich den Leuten hier Geld klaue. Also bitte. Wenn du deine
komm. Amüsieren Sie sich? Jetzt ist mir auch egal, ganz ehrlich. Globus. Willkommen auf meiner Feier. Sie hatten noch nicht das Vergnügen. Hoffentlich benehmen Sie sich. Natürlich tue ich das. So, einmal zack. Och. Sie? Ein Gentleman? Sie sollten wissen, dass ich in jeder Situation so ehrenhaft wie nötig bin. Wie ich wohl bewiesen habe. Ich bat Sie doch davon nicht zu sprechen. Ich könnte Ihnen ein vorzügliches Angebot machen. Seien Sie nicht albern. Angeblich gehört den Boyles beinahe Ihr ganzes Gut. Was, wenn ich Sie aus der Stadt bringen könnte? Weg von allem. Nach Sir Cornus oder noch weiter. Ich glaube Ihnen nicht. Doch sollten Sie die Wahrheit sagen, sollten wir uns unterhalten. Aber nicht hier. Entschuldigung. Lassen Sie ihn in Ruhe. Das ist eine Feier. Das hier ist ein Gespräch unter vier Augen. Das ist eine Feier. Da trifft man nun mal Leute. Treffen Sie so viele Sie wollen. Wir reden später. Ich finde Sie. Guten Abend. Was für eine skandalöse Maske. Aber ich mag Männer mit schlechtem Geschmack. Würden Sie mir einen Drink holen? Das wäre sehr freundlich. Natürlich. Was darf ich Ihnen bringen? Sie wissen noch, wer ist, oder? Natürlich weiß ich das. Und ich weiß auch, dass du 100 Münzen dabei... Greifen Sie zu. Ich nehme, was ich tragen kann. Sie werden nichts vermissen. Das sagt der Verwirrende, der Boy rumläuft, ne? Ach ja, aber die läuft ganz gechillt hier raus. Ich glaube, die sind auch einfach ein bisschen zu reich. So, wir können der Dame ja erstmal einen Drink holen. Das mache ich einfach mal. Das müsste hier irgendwo gehen. Die Ratten erschienen ein halbes Jahr vor dem Tod der Kaiserin. Wie auch die Seuche. Sind Sie sicher? Ich erinnere mich anders. Wenn es etwas verursacht hat, dann nicht der Tod der Kaiserin. Das wollen Sie sie nur glauben. Passen Sie auf, was Sie sagen. Ich sage nichts gegen den Lordregenten. Der Einzige, der die Stadt zusammenhält. Er wird uns zu neuer Blüte führen. Manche jedenfalls. Die Boyles ganz bestimmt. Ja nun, die hatten einfach Glück, dass auf ihrem Grund und Boden die Kristalle gefunden wurden, die wir für die Rattenlampen brauchen. Und die werden wir nicht los. Rattenlampen und Walöl. Das ist jetzt alles, wofür wir leben. Wir haben den Nutzen der Wale entdeckt und darauf ein Imperium errichtet. Das ist der Beginn eines goldenen Zeitalters. Wussten Sie, dass unter der Stadt die Ruinen einer anderen Stadt gefunden wurden? Älter als die Aufseher, älter als alles hier. Wir glaubten wohl auch an ein goldenes Zeitalter. Meine Sie Lieben. Brauchen noch einen Drink, mein Freund. Sofort aufhören! Hä? Sollten Sie Pendleton sehen, vergewissern Sie sich, dass er in den Garten geht, Drinks, damit der Lord Schild trifft. Das wird ein Spektakel. Sofort aufhören. Lord Grisby ist eingetroffen. Wunderbar. Oh, da sind Sie ja. Ich hörte, Lord Grisby sucht nach Ihnen. Ah, ja. Okay, alles klar. Ah. Weinbrunnen. Ah, ein... Sieht auch, dass mir diese Farbe steht. Gestatten, Jane Hay, diese erste Mal hier. Wissen ich hoffe, Sie, dass diese solche Schor im Garten auf Pendleton wartet. Der Mann macht mir Angst. Woher wissen die alle, dass Lord Jean auf Lord Pendleton wartet? Das soll mir mal jemand verraten. Naja, wir bringen der netten Dame aber jetzt erstmal ihren Drink. So. Ich finde sie interessant. Ich mag das Zeichen auf ihrem Handrücken. Ja, das mag ich auch. Zumindest, was es macht. Vielen Dank. Wie kann ich mich erkenntlich zeigen? Spielen Sie Lady Boyles Ratespiel? Ich weiß genau, dass Waverly heute rot trägt. Dieses schamlose Ding. Außerdem trägt Lydia schwarz. Okay. Und was trägt die dritte? So. Die ist auch reich. Sehr schön. Entschuldigung. Nee, nichts passiert. Oh, ist das nicht, ach nee. Das ist jemand anders, den wir ansprechen sollen, glaube ich. Ich weiß, warum ihr heute hier seid. Wir müssen reden. Privat. Okay. Lord Grisby.
alles Lords hier, ne? Ja. Stell dich halt andersrum hin. Ich bin ein Freund von Pendleton und habe für eure Sache schon einiges getan. Ich kenne ihr heutiges Ziel. Es ist, wie soll ich sagen, die Frau, die ich liebe. Sollten Sie sie unversehrt zu mir bringen, werden Sie nie wieder von ihr hören. Das schwöre ich. Unter der Küche befindet sich ein Keller. Dort warte ich auf Sie. Ich bin nicht stolz darauf, aber es ist besser, als sie tot zu sehen. Ihr Name ist Esma. Ich werde ihr nichts antun. Ehrenwort. Ich habe meine Prinzipien. Bringt sie einfach zum Keller und ich werde auf sie aufpassen. Für immer. Okay. Bisschen creepy, ne? Was gibt es? Weiß auch nicht. Vorsicht! Noch einmal, dann fressen sie ihre eigene Maske. Was immer Sie wünschen, Sir. Natürlich. Alter! Was hält der aus, bitte? Einen Moment. Das will ich nochmal. Ja, noch ein bisschen. So. Rage. Ja. Guten Abend. Entschuldigung. Was sein muss, muss sein. Sie sollten das als eine Gelegenheit sehen. Wozu? Ein Händler zu werden? Der Stadtwache beizutreten? Ihr Haus hat in Krisen ein Vermögen erwirtschaftet. Das können Sie wiederholen. Eigentum ist heute wertlos. Meine Häuser sind voller Leichen und Ratten. Wo ist da der Wohlstand? Wenn Sie verlieren wollen, nur zu. Lassen Sie Ihre Familie verhungern. Verkaufen Sie Ihre Frau an ein Bordell. Ich kann bestimmt einen guten Preis für Sie erzielen. Sie dreckiges Schwein. Das ist der bayerische Kampfgeist. Die Dinge ändern sich zu schnell, um ihn jetzt schon aufzugeben. Erst die hässliche Geschichte mit der Kaiserin, nun der Oberaufseher. Das Parlament zerfällt. Die ganze Stadt gerät aus den Fugen. Wenn wir nur einen Krieg beginnen könnten. Na also, wobei ich derzeit nicht weiß, wen wir schlagen können. Verstehen Sie denn nicht? Wir müssen ihn gar nicht gewinnen, nur verlieren. Dann wird alles neu bewertet und die Sieger müssen sich um die Probleme kümmern. Interessant. Ich werde den Lord Regenten gleich morgen früh über ihre Ideen informieren. Sie meinen doch nicht. Nehmen Sie noch einen, Byron. Im Gefängnis von Coleridge werden keine Cocktails gereicht. Ich habe doch nur laut nachgedacht. So wie ich, Byron. Nun trinken Sie aus. Das hat sie sich erhofft. Ich habe gesagt, dass Sie nur Gesindel sind. Okay. Bringen Sie mal los, greifen Sie zu. Das macht jeder. Mein Diener hat mir dafür eine weitere Tasche eingenäht. In der Tat. Weißt du, auf der einen Seite gemeinsame Sachen mit dem Lordregenten machen und wahrscheinlich mehr als genügend Geld verdienen. Und auf der anderen Seite sowas, ne? Na gut, der nicht, aber... Mal gucken, was hast du denn dabei? Okay, vielleicht kriegt er doch nicht so viel. Sieh da, aufhören. Warum? Der hungrige Kosmos. Ausflug aus dem Bewegungsfern verfasst von Anton Sokolov. Okay. So. Hallo. Ach, jetzt sind die schon markiert, ne? Oder die richtige ist markiert, die trägt weiß. So. Esma Boyle. Okay. Wo geht's hier lang? Aha. Wahnsinn. Okay. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Wer mag raten? Da. Niemand. Wer mag raten? Lampen? Jeder. Aha. Und das sind Rattenlampen, oder was? Und was sollen Rattenlampen sein? Steck mal da Ratten rein. Und dann leuchtet das einfach. Guck mal, Wackelpudding. Aha. So, warte mal. Das ist nicht da, wo wir herkamen. Ich gehe mal gerade da raus. In den Garten der Boyles gehen. Ah, ja. Ach ja, genau. Lord Shaw. Ja.
Richtig. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge, würde ich sagen. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Tschüss.